Und wir freuen uns, dass Ingo Weiß aus der Halle quasi direkt zu uns gekommen ist, Präsident des Deutschen Basketballbundes. Herzlich willkommen. Guten Tag. Heute ist Ruhetag, deswegen ermöglicht das, dass Sie zu uns kommen. Welche Eindrücke haben Sie bislang vom diesjährigen Albert-Schweitzer-Turnier? Ja, wir machen das Albert-Schweitzer-Turnier jetzt ja im 60. Jahr quasi, das 29. Turnier. Findet alle 2 Jahre statt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert. Die Organisation wird immer eingeschliffener und immer besser, sportlich gesehen. Die deutsche Mannschaft, wir haben alle 3 Spiele bisher gewonnen, was für uns sehr gut war. Die Mannschaften sind glücklich und zufrieden. Heute Morgen gab es einen kleinen Empfang der beiden Städte Mannheim und Viernheim. Die beiden Bürgermeister waren zufrieden und die Mannschaften konnten auch alle sagen, wir fühlen uns jetzt wohl und jetzt erobern wir mal ein klein wenig am freien Tag die Region. Das sollen Sie gerne tun. Die Tradition wird ja aber auch fortgesetzt weiterhin hier in Mannheim und in Viernheim. Ja, also ich habe heute beiden Bürgermeistern gesagt, dass wir uns hier in unserer Heimatstadt des Jugendbasketballs sehr wohlfühlen und dass wir hier gerne auch weiter hinkommen wollen. Und wir werden nun nach diesem Turnier irgendwann uns mit den Stadtoberen zusammensetzen und dann einfach mal überlegen, in welches Jahrzehnt gehen wir jetzt? Gehen wir bis 2030 oder bis 2040? Also der Basketball im Jugendbereich soll hier weiter verankert bleiben. Gerade der Jugendbereich ist ja enorm wichtig. Klar. Welchen Eindruck haben Sie jetzt gerade von den Deutschen? Es ist ja auch ganz interessant zu sehen, dass beispielsweise die US-Amerikaner gar nicht so doll drauf sind aktuell. Nein, die Amerikaner in der Tat haben, wenn ich das mal so sagen darf, ein bisschen nachgelassen, wobei man auch mal sehen muss, in Amerika gibt es so viele Basketballer und da die richtige Auswahl zu treffen, ist auch nicht immer ganz so einfach. Und die Europäer haben aufgeholt, wenn sie sehen, wir haben im deutschen Basketball jetzt 6 Spieler aus Deutschland, die in der NBA spielen. Neben Dennis Schröder, neben natürlich Dirk Nowitzki, Maxi Kleber, Paul Zipser, Daniel Theis, wie sie nicht alle heißen. Und gestern Abend hat auch noch einer das College Final Four leider verloren. Der Kollege Wagner, sein Bruder, spielt ja hier. Da muss man sagen, ist es toll, wenn man sehen kann, dass dort die europäischen Nationen einfach auch aufgeholt haben gegenüber den amerikanischen. Wir tolle Spieler haben, von der Athletik her eines hinzugesetzt haben. Mhm. Oh, das macht Spaß, sich das anzugucken. Ist ja auch eine junge Mannschaft, die A-Nationalmannschaft. Sind jetzt zuletzt im Viertelfinale gewesen bei der Europameisterschaft. Hoffen Sie denn und glauben Sie denn, dass da jetzt vielleicht auch so eine goldene Generation mit diesen jungen Kerls da ranwächst? Naja, ich wäre doch jetzt ein schlechter Präsident, wenn ich sagen würde oder nicht hoffen würde, dass wir irgendwann eine Medaille holen. Das ist doch vollkommen klar. Wir überlegen jetzt nur gerade, reden wir jetzt in Zukunft von einer silbernen, von einer goldenen oder von einer Bronze-Generation. Bei einer WM, warum nicht? Also, nein, man muss jetzt mal schauen. Wir haben 2019 die WM in China. Das wird spannend, das wird toll. In 9 Städten wird dort gespielt. Wir müssen uns dafür noch qualifizieren. Wir haben aber bisher alle Spiele in der WM-Qualifikation gewonnen. Wir gehen jetzt in die 2. Runde quasi rein. Und wenn wir in der 2. Runde sind, müssen wir uns gegen einige Nationen noch behaupten. Griechenland, Israel im Seniorenbereich. Wir haben aber eine junge Mannschaft. Und unser Ziel ist es natürlich auch an Tokio 2020, Olympische Spiele zu denken. Und an die Weltmeisterschaft 2023, die in den Philippinen, in Japan und in Indonesien stattfindet. Das ist so unser Korridor, wenn man das so sagen kann. Naja, und da muss irgendwo mal eine Medaille hängen bleiben. Das war schön, wir würden uns alle freuen. Genau. Dafür natürlich viel Erfolg. Jetzt bleiben Sie uns erst noch mal ein paar Tage hier erhalten in der Ronnenregion. Herr Weiß, vielen Dank. Werden wir tun, danke Ihnen. Und viel Erfolg natürlich auf das Albert-Schweitzer-Turnier.